Ein herzliches Grüß Gott und einen schönen guten Abend zur Verleihung des 11. Salus Medienpreises 2020. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Christoph Hofstetter. Ich bin Leiter Nachhaltigkeitsmanagement der Salus Gruppe und ich freue mich sehr, diese Preisverleihung heute Abend moderieren zu dürfen. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund, die die Technik steuern, sodass wir alle ein schönes virtuelles Treffen abhalten können. Ja, nach der Preisverleihung des Jubiläums im letzten Jahr, dem 10. Salus Medienpreis, hätten wir bei Salus nicht daran gedacht, dass wir dieses Jahr leider nur eine virtuelle Preisverleihung durchführen können. Es ist aber der Pandemiezeit geschuldet. Und wir hoffen, dass es für Sie alle, diese Gewinner der Preise dieses Jahres sind, ein würdiger Rahmen ist. Ich bitte nun unseren Geschäftsführer, Herrn Dr. Florian Block, insbesondere auch im Namen des Stifters des Salus Medienpreises, Herrn Otto Greiter, um seine Willkommensgrüße. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich bei unserer Zoom-Medienpreisverleihung begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir uns auf diesem Wege sehen können, auch hören können. Wir haben uns ja lange überlegt, wie gehen wir mit dem Medienpreis in Covid-Zeiten um. Waren uns relativ früh im Klaren, dass wir keine Veranstaltung mit 150 oder 200 Leuten werden machen können. In Präsenz mit großem Bedauern war uns das klar. Die Veranstaltung lebt schon auch vom Austausch, vom Dialog, von der Stimmung ein Stück. Gleichzeitig müssen wir darauf eben verzichten. Ich erspare uns jetzt, glaube ich, jede Form des Diskurses, wer wann erkannt hat und erkennen hätte sollen, dass man bestimmte Großveranstaltungen nicht machen kann oder nicht machen soll. Das ist nicht klar, es geht im Moment nicht. Wir haben uns dann überlegt, macht es Sinn, den Medienpreis aufs nächste Jahr zu verschieben? Macht es Sinn, ihn in diesem Jahr in reduzierter Form abzuhalten? Wir haben uns dann aus guten Gründen dafür entschieden, ihn doch dieses Jahr in dieser Form abzuhalten, denn eigentlich steht auch nicht die Preisverleihung, sondern der Preis und dessen Inhalte traditionell im Vordergrund. Und für kritischen Journalismus und auch die Auszeichnung und Unterstützung des kritischen und wachen Journalismus und auch anderer Beiträge, nicht journalistischer Beiträge, sondern Buchbeiträge, ist immer der richtige Zeitpunkt in diesem Jahr eigentlich mehr als je zuvor, um mal den Blick auf Dinge zu richten, die uns hoffentlich für Generationen beschäftigen werden, was ich in der Intensität von Covid nicht hoffe. Deswegen haben wir uns entschieden, den Preis zu verleihen, die Einsendung nicht zu stoppen oder aufs nächste Jahr zu verschieben. Es gab reichlich Einsendungen, das ist sehr, sehr erfreulich. Auch mein Dank an die Jury, diesen Berg zu sichten und dann auch Preisträger zu benennen. Wir freuen uns heute hier aus Bruckmühl auf den Abend, der im Zeichen der Preise steht. Wir haben darauf verzichtet, den Spannungsbogen so zu halten, dass wir auch Nominierte dabei haben. Also alle von Ihnen, Herr Hofstetter, wird gleich noch darauf eingehen, werden einen Preis bekommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ich freue mich auf und über diese Preisverleihung, auch wenn sie in anderer Form ist. So geht es auch. Nächstes Jahr geht es hoffentlich wieder anders. Und dann darf ich auch wieder das Wort zurück an Herrn Hofstetter geben. Ja, trotz aller Widrigkeiten und Unwägbarkeiten dieses Jahr konnten eine große Anzahl von Journalistinnen und Journalisten, Autorinnen und Autoren gewonnen werden, sich für diesen Salus Medienpreis 2020 zu bewerben. Und die Jury, die ich jetzt kurz vorstellen werde, hatte dann die Aufgabe, die Preisträger zu bestimmen. Ich begrüße die Mitglieder der Jury ganz herzlich. Zunächst Frau Dr. Katharina Reuter. Ich kann sie mal kurz winken oder irgendwie sich erkennbar machen. Frau Dr. Reuter ist Agrarökonomin. Hallo, grüß Sie. Und Geschäftsführerin von Unternehmensgrün. Unternehmensgrün ist vor mehr als 25 Jahren gegründet worden als Unternehmensverband mit dem Ziel der Förderung des Umweltschutzes und des Einbringens von Positionen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise in die Politik. Und die positive Arbeit von Unternehmensgrün ist dieses Jahr ausgezeichnet worden mit dem Nachhaltigkeitspreis der Brauerei Neumarkter Lamsbräu. Dann begrüße ich Herrn Valentin Thurn. Hallo Herr Thurn, grüße Sie. Hallo, guten Abend. Er ist Dokumentarfilmer, Journalist und Autor. Er wurde vielfach ausgezeichnet, vor allem auch für seine Filme zu den Themen Lebensmittelverschwendung und nachhaltige Ernährung der Weltbevölkerung. Dafür hat er 2015 selbst den Salus Medienpreis erhalten. Und dann begrüße ich Herrn Dr. Jan Grossart. Hallo, grüße Sie. Hallo, guten Abend.
Herr Dr. Grossart ist ebenfalls früherer Saluspreisträger aus dem Jahr 2014. Er befasst sich seit vielen Jahren mit Fragen der Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Produktion und arbeitete bis zur Gründung seiner eigenen Unternehmensberatung Goldfeder als Leiter der Kommunikation im Bundesministerium für Landwirtschaft in Berlin. Leider heute Abend verhindert ist Herr Dr. Ulrich Mautner. Er war langjährig bei uns im Haus Leiter des wissenschaftlichen Marketings und hat neben Pharmazie auch Landwirtschaft studiert und dort zum Arzneipflanzenanbau promoviert. Herr Heusen hat sich entschuldigt, er kommt ein bisschen später zur Preisverleihung dazu, aber ich werde ihn jetzt trotzdem mit Ihnen allen begrüßen. Ja, anders als in den letzten Jahren, wie das Dr. Block auch schon sagte, wissen Sie, Frau Gatzka, Frau Dr. Dorn, Herr Professor Dr. Glaubrecht, Herr Heusen und Herr Gritschneder, schon länger, dass Sie einen der Salus Medienpreise 2020 gewinnen werden. Das war ja in den letzten Jahren nie der Fall. Wir hatten immer Nominierte und erst am Abend der Preisverleihung ist dann bekannt geworden, wer einen Preis gewonnen hat. In diesem Jahr hat sich die Jury zur Vergabe zweier Sonderpreise entschieden. Und ein Sonderpreis geht an Sie, Frau Dr. Dorn, für Ihr Buch Der Boden bedrohter Helfer gegen den Klimawandel. Liebe Frau Dr. Dorn, Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr anschaulich, wie jeder von uns selbst dazu beitragen kann, mit dem Boden nachhaltig umzugehen, seinen Wert zu erhalten, ihn nicht mit Giften zu verderben und auch nicht durch Flächenfraß zu versiegeln. Wir sehen dazu einen kurzen Einspieler und im Anschluss bitte ich Herrn Dr. Grossart um seine Laudatio. Herr Grossart, bitte. Gerne. Wie schön, dass wir nochmal dieses kunstvoll gestaltete Cover des Buches sehen durften, denn auch die Gestaltung verdient ja eine besondere Erwähnung. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geschätzte Susanne Dorn, Bücher über den Boden gibt es viele und die Gefahr ist, dass man schon meint, man wisse etwas über den Boden, wenn man das ein oder andere davon quer gelesen hat. Über Wurzeln, über Pilze, über Würmer, dass der Boden eine wichtige Kohlenstoffsenke ist. Ist auch nicht unbekannt, aber bei Ihnen erfährt man etwas. Man erfährt etwas, Sie nehmen die Leserinnen und Leser mit auf eine Erkundungsreise, auf eine Exkursion. Sie beginnen mit Albrecht Dürer, einem Bild aus dem Jahr 1503, das große Rasenstück. Man sieht darauf eine Vielfalt von Gräsern, man sieht saftigen Humus, aber das Besondere daran ist eigentlich, sagen Sie, ist die Perspektive. Und dieser Perspektive, die Sie übernehmen, bleiben Sie dann auch bis zum Ende Ihres Buches fast bis zum Ende treu. Sie blicken von unten auf Augenhöhe mit diesen Lebewesen. Und dann entdecken Sie eine Menge und nehmen die Leserinnen mit. Sie entdecken Dungkäfer mit ihren unglaublichen Baggern und Geweihen und Zangen und Werkzeugen und Pilzgeflechte, die sich wie so Wolken um die Baumwurzeln spannen, die vom Zucker der Bäume leben und ihnen dafür Mineralstoffe zurückgeben. Und sie finden etwas Schönes sogar an Fadenwürmern, den Nematoden, die immerhin 4/5 der Biomasse im Boden ausmachen. Sie tragen Kronen, schreiben sie, sie haben schöne Muster, fast Ornamente, wenn man es im Mikroskop betrachtet. Sie finden heraus, was man eigentlich schon wusste, der Boden ist kein mechanisches Ding, sondern ein organisches Ganzes, das von der unglaublichen Vielfalt seiner Individuen lebt. Auf einem Quadratmeter Boden allein
auf bis zu 30 Zentimetern Tiefe leben 60 Billionen Bakterien, 1 Milliarde Pilze, 500 Millionen Einzeller und. Die Regenwürmer sind schon die Riesen des Bodens, 200 auf dieser Fläche, 50 Schnecken, 50 Spinnen, 50 Asseln. Zwischen diesen Lebewesen ist ein unglaublich kompliziertes Netz von Austausch und von Fressbeziehungen, wie Sie sagen. Am Anfang steht die Photosynthese der überirdischen Pflanzen, die im Boden wurzeln. Am Ende steht die Speicherung von Kohlenstoff im fruchtbaren Humus. Und dazwischen ist so viel Neues herausgefunden worden von Wissenschaftlern in den letzten Jahren, dass es lebendigen Wissenschaftsjournalismus wie Ihren braucht, um das besser verstehen zu können und zu erinnern. Es braucht zum Beispiel 100 bis 1000 Jahre, bis 1 Zentimeter Bodenschicht neu entsteht. Das ist das Werk all der genannten Mikrolebewesen von bis zu 3,8 Milliarden Pilzarten auf der Welt. Die leben vom Saft der Wurzeln, der Pflanzen und können sogar Steine verdauen. Und das große Waldsterben der 1980er Jahre, das war eigentlich ein Pilzsterben. Der saure Regen hat die Pilze zerstört und erst dann starben die Bäume, wie Sie schreiben. Ameisen sonnen sich im Winter und wärmen den Boden. Sie nennen sie Sonnenkollektoren und entdecken allerhand so kleine Details. Neu im Boden ist das unterirdische Mikroplastik. Durch Biokompost kommt es da rein. Liegt der Anteil bei mehr als 2%, sterben die Würmer. Und es gibt Böden, wie Sie sagen, auf der Welt, da liegt er schon bei 7%. Das alles erkundet man mit Ihnen. Das macht Freude, weil Sie eben nicht als Pädagogin und auch nicht als Expertin auftreten, sondern weil Sie Fragen stellen. Sie schreiben jenseits des naheliegenden Alarmismus, das viele Bücher sozusagen stilistisch kennzeichnet, und sie verzichten auf Skandalisierung. Bei ihnen ist der Boden nicht einfach nur gesund oder krank, sondern ist immer ein Ort der Schönheit oder der Ödnis. Intakte Natur ist gekennzeichnet von Diversität und von vielfachem Austausch. Bei ihnen ist der Boden Gemeinschaft, ist Gesellschaft. Überall sind Symbiosen und Kooperation. Und das schildern sie, auch ohne die Fallgruben des Kitsches zu betreten, wie es kommerziell noch erfolgreichere Autoren manchmal tun. Dieser Boden wird täglich misshandelt von uns Menschen, von der Landwirtschaft. Und die Chemie, der Stickstoff bringt das Gefüge in ziemliche Unordnung. Das schildern sie alles sehr gut nachvollziehbar. Und Bezüge zur Gentechnik liegen auf der Hand, wenn man sie auch eher zwischen den Zeilen findet. Nach der Lektüre kennt man den Boden viel besser und man hat ihn lieb gewonnen. Das ist in ihm ein wichtiger Schlüssel für einen einigermaßen glimpflichen Ausgang der gegenwärtigen Klimakrise liegt, ist alles andere als eine Nebensache. Der Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung ist doppelt so hoch wie der der Luft, der Atmosphäre und der organischen Biomasse. Danke Ihnen, Frau Dorn, dass Sie die Leserinnen und Leser mit auf diese spannende, wirklich hochspannende Reise genommen haben. Herzlichen Glückwunsch zum Salus Medienpreis. Danke Ihnen für die wunderbare Laudatio. Sie haben das ganz toll gemacht. Ja. Den zweiten Sonderpreis bekommen Sie, Frau Gatzka, für Ihre sehr prägnante und verständliche Erklärung der wiederkehrenden Vorteile von sortenfestem Saatgut gegenüber Hybridsaatgut. Ihre Veröffentlichung erschien in der Kundenzeitschrift Creo der Denre Bioläden. Auch hier sehen wir einen kurzen Einspieler und dann folgt die Laudatio, die ich in Vertretung von Dr. Mautner vornehmen darf.
heute ernten, morgen sehen. Liebe Frau Gatzka, Sie verantworten als Chefredakteurin bei Territory, die zur Bertelsmann-Gruppe gehört, das Naturkostmagazin Eve, bundesweit verbreitet in einer Auflage von fast 400.000 Exemplaren und sicherlich jedem Teilnehmer auch in dieser Zoom-Sitzung bekannt, und stehen darüber hinaus in redaktioneller Verantwortung für weitere Kundenzeitschriften der Agentur, wie zum Beispiel der Natürlich für den Reformhausmarkt, die in unserem Hause sehr bekannt ist, aber wie auch unternehmenseigener Endverbraucherzeitschrift. Die Denry GmbH, die über 300 Bio-Supermärkte in Deutschland und Österreich betreibt, arbeitet mit Ihnen zusammen und lässt mit einer Auflage von 180.000 Stück das optisch wie inhaltlich sehr ansprechende und durchaus auch wertvoll gestaltete Creo-Magazin erstellen, das Sie Ihren Dens Biomarktkunden kostenlos zur Verfügung stellen. Creo ist Esperanto und steht für Ursprung. Sie, Frau Gatzka, sind ausgebildete biologisch-technische Assistentin und haben an der Universität Hannover Landschafts- und Freiraumplanung studiert und bringen dieses Fachwissen in Ihre journalistischen Arbeiten, insbesondere Ihre ökologischen Bodenthemen, ein. Für Ihren Beitrag heute ernten, morgen sehen, in der ersten Ausgabe des Creo Biomarkt Magazins mit dem Titel Kernkraft, ja bitte, erhalten Sie heute den weiteren Sonderpreis des Salus Medienpreises 2020. Fachkundig, angenehm kurz und mit Hilfe von Grafiken unterlegt, erklären Sie den Denry-Kunden, warum nachbaufähiges Saatgut für den ökologischen Anbau so wichtig ist und was die Werthaltigkeit und Nachhaltigkeit dieses samenfesten Saatgutes ausmacht. Es erfüllt nämlich vollkommen den Wunsch des Bio von Anfang an. Es ist Saatgut, das unter ökologischen Anbaubedingungen vermehrt wird, und es wachsen daraus nachbaufähige Sorten, die den Zielen des ökologischen Landbaus auch und gerade unter dem Stichwort Wandel klimatischer Bedingungen und auch dem in der Allgemeinheit immer stärker werdenden Wunsch nach einer ganzheitlichen Betrachtung der Pflanze und nach dem Halten einer ausgeglichenen Balance natürlicher Prozesse, dem Kreislaufgedanken, gerecht werden. Die Jury kam zur einhelligen Entscheidung, dass Ihr Beitrag all dies kurz und bestens verständlich erklärt, trotz seiner fachlichen Tiefe, und unmissverständlich den großen Mangel und Nachteil des im Anbau leider immer häufiger zum Einsatz kommenden Hybrid-Saatguts herausstellt. Mhm. Nämlich, Hybrid-Saatgut ist nicht kreislauffähig, sondern eine biologische Einbahnstraße, wie Sie das prägnant auch durch zwei optisch sehr anschauliche Grafiken erläutern. Es gilt als modern und wird zwar auf Perfektion gezüchtet, was sich dann auch im Ertrag niederschlägt, wenn auch sehr aufwendig unterstützt durch Dünger- und Pflanzenschutz. Nach der Ernte bleibt aber nichts davon übrig. Es kann nicht wieder als Saatgut eingesetzt werden. Deshalb kommen Sie auch zum klaren und für die Leserinnen und Leser des Magazins verständlichen Appell für das sortenfeste Saatgut, das Vielfalt bietet und anpassungsfähig ist. Diese wertvollen Eigenschaften an die nächste Generation weitergibt, nach der Ernte wiederverwendbar ist, also ein nachbaufähiges Saatgut ist. Der weitere Sonderpreis des Salus Medienpreises 2020 geht also an Sie, liebe Frau Gatzka, für heute ernten, morgen sehen, und ich gratuliere Ihnen herzlich dazu. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die tolle Laudatio und für mich ist es eine Freude, solche Texte auch schreiben zu dürfen für diesen Kunden wie Denry. Das ist natürlich klasse, wenn man dann merkt, man kann dieses
Fachwissen, was man hat, journalistisch einfach mal so rüberbringen, dass es viele erreicht. Das ist einfach ein großes Geschenk. Vielen Dank. Gerne, danke. Mit dem Otto Greiter Sonderpreis werden von uns seit einigen Jahren Autorinnen und Autoren ausgezeichnet, die eines der Hauptthemen der Nachhaltigkeit, nämlich den Erhalt der Vielfältigkeit der Arten und die Bemühungen um den Artenschutz umfassend beleuchten. Dieses Thema liegt Herrn Otto Greiter, dem Stifter des Salus Medienpreises, persönlich sehr am Herzen. Der Otto Greiter Sonderpreis geht in diesem Jahr erstmalig an einen Wissenschaftler, nämlich an Sie, Herr Professor Dr. Glaubrecht, für Ihr Buch Das Ende der Evolution, der Mensch und die Vernichtung der Arten. Im Zentrum Ihrer umfassenden Studie steht der dramatische Schwund der Biodiversität von Tieren und Pflanzen auf der ganzen Welt. Nach dem Einspieler dazu hält Herr Thurn für Sie die Laudatio. Bitte. Ja, man hat gesehen, ein gewichtiges Werk, auch von der Dicke des Buches, aber trotzdem wird die Brisanz des Artensterbens weithin unterschätzt. Der schwedische Forscher Johan Rockström, da hat es in einer berühmten Grafik gut zusammengefasst, die planetaren Grenzen, die wir als Menschheit zunehmend überschreiten, da ist die Biodiversität, die Zerstörung der Biodiversität der am weitesten im roten Bereich liegende und noch vor dem Klimawandel und anderen Bedrohungen. Und Hauptursache ist die heute dominierende Form der Landwirtschaft. Matthias Glaubrecht schildert das Thema in seinem Buch Das Ende der Evolution, der Mensch und die Vernichtung der Arten. Das Tempo des Artenschwunds hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter beschleunigt, sodass das Funktionieren ganzer Ökosysteme in Gefahr ist. In den nächsten Jahrzehnten drohen deshalb verheerende Hungersnöte rund um die Welt. Doch das Buch erstarrt nicht in Katastrophenlyrik. Im Vordergrund steht die Bewunderung für die natürliche Artenvielfalt, die mit viel Detailtiefe geschildert wird. Das macht die Erzählung angenehm zu lesen, sehr anschaulich. Dabei geht es nicht nur um Tiere und Pflanzen, sondern auch ihre Lebensräume und die Interaktion mit den Menschen. Also die spannenden historischen Erläuterungen, wie Kulturlandschaften entstanden sind und wie sie heute Stück für Stück zerstört werden, habe ich da vor allem in Erinnerung. Dieser Teil liest sich wie ein Krimi der ökologischen Weltgeschichte. Man spürt die Faszination des Autoren für die Vielfalt der Kulturen und Landnutzungen, aber auch seine Fassungslosigkeit, wenn er den aktuellen Ökozid beschreibt. Er beschreibt die Menschheitsgeschichte als ein Auf und Ab, in dem sich Epidemien und Bevölkerungswachstum abwechselten. Allerdings gab es in den letzten ungefähr 70 Jahren nur noch ein stetiges Aufwärts der Zahlen, mit dem der Mensch nicht nur die Existenzgrundlage anderer Lebewesen gefährdet, sondern am Ende auch seine eigene. Immer wieder erörtert Matthias Glaubrecht auch die Diskussion in der Wissenschaft, ihre Irrtümer und Fortschritte, etwa wenn es um die Grenzen des Wachstums geht. Wie groß ist denn die Tragfähigkeit der Erde wirklich? Wie viele Menschen kann dieser Planet ernähren? Besonders bekannt ist da die soziale Kälte des britischen Autoren Robert Malthus, der vor über 200 Jahren davor warnte, den Armen zu helfen. Das verschlimmere nur die Lage, weil sie sich dann umso mehr vermehren. Heute wissen wir, dass das Bevölkerungswachstum auch bei wenig verfügbarer Nahrung stattfindet und dass es ganz andere Gründe dazu geführt haben, dass in vielen Ländern die Wachstumskurve langsam abflacht. Es ist in erster Linie die Bildung junger Frauen. Tja, heute wären wir reich genug, um den Hunger weltweit abzuschaffen, würden wir die Nahrung nur gerecht verteilen.
Doch das ist nur ein trügerischer Hoffnungsschimmer, wie wir lesen können, denn gleichzeitig zerstören wir durch unsere ressourcenverschwendende Lebensweise immer größere Ökotope. Es droht nicht weniger als der größte Artenschwund seit dem Aussterben der Dinosaurier, spätestens ab Mitte des Jahrhunderts, formuliert es der Autor. Matthias Glaubrecht ist allerdings überzeugt, noch können wir handeln, und beschäftigt sich in seinem Schlusskapitel mit den Chancen, die wir noch haben. Dazu gehört in erster Linie eine scharfe Wende in der Landwirtschaft. Aus dem Jahr 2062 wagt er einen Rückblick, der mit den Worten endet: Unsere Generation war die letzte, die noch eine Chance hatte, die Biodiversität zu retten. Das dicke Buch entspricht so gar nicht der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der heutigen Zeit, aber genau das ist passend für das gewichtige Thema. Und deswegen möchten wir Matthias Glaubrecht auch den Otto Greiter Sonderpreis verleihen. Dankeschön. Jetzt kommen wir zur Verleihung des Hauptpreises. Er geht an Sie beide, Herr Heusen und Herr Gritschneider. Sie sind Redakteure beim WDR in Köln und haben für diesen den Fernsehbeitrag Bayer, die Fusion und ihre Folgen verfasst. Sie befassen sich darin mit den Schwierigkeiten und Erklärungsnöten, in die der Bayer-Konzern und vor allem sein Führungsmanagement geraten sind durch die Entscheidung, den US-Konzern Monsanto zu übernehmen. Wir sehen dazu den folgenden kurzen Film. Bayer, ein deutsches Traditionsunternehmen. Im Jahr 2019 am Scheideweg. Durch den Kauf des amerikanischen Agrarriesen Monsanto hat sich der Leverkusener Konzern in die größte Krise seiner Geschichte manövriert. Herr Baumann, seine Vorstandskollegen haben die Risiken falsch eingeschätzt. Und dann muss man einfach sagen, nein, dann kommt der Deal nicht zustande. Alles dreht sich um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup und den darin enthaltenen Wirkstoff Glyphosat. Hat Monsanto Risiken verschwiegen, wie Rechtsanwälte behaupten? Monsanto hat ein Geschäft daraus gemacht, Leute zu vergiften, und ist damit durchgekommen. Obwohl Bayer in den USA bereits zu mehr als 2 Milliarden Dollar Schadenersatz verurteilt worden ist, bestreitet der Konzern das mögliche Krebsrisiko. Roundup löst keinen Krebs aus. Frau Dr. Reuter, ich übergebe Ihnen das Wort für Ihre Laudatio. Ja, vielen Dank. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin schon vorgestellt worden. Ich bin Geschäftsführerin von Unternehmensgrün. Bei uns sind bundesweit 400 Unternehmen organisiert, vor allem Pioniere der Nachhaltigkeit und Firmen, die sich ernsthaft auf den Weg machen. Unsere Vision ist eine Wirtschaft, die im Einklang mit Mensch und Natur funktioniert und damit zukunftsfähig ist. Und um das zu erreichen, setzen wir uns gemeinsam für politische Rahmenbedingungen ein, die den Weg dorthin ebnen. Ich freue mich sehr, heute im Namen der Jury die Laudatio für den Hauptpreis zu halten. Der Salus Medienpreis, wir haben es gerade schon gehört, geht an die WDR-Autoren Michael Heusen und Ingolf Gritschneider für den Film Bayer, die Fusion und die Folgen. Die Jury hat besonders überzeugt, wie es ihnen im Film gelungen ist, die Bayer-Manager zu Wort kommen zu lassen, sodass sie sich selbst entlarven. Bayer versucht sich ja immer noch einzureden, dass es eine gute Idee war, das mit der Übernahme des amerikanischen Saatgutriesen Monsanto. Allerdings können Sie in Ihrem Film zeigen, wie stark das Negativ-Image von Monsanto auf Bayer abgefärbt hat. Und nicht nur das, Sie zeigen auch auf, welche juristischen Altlasten Bayer übernommen hat. Der Kurs der Bayer-Aktie hat sich halbiert. Im Unternehmen sollen rund 12.000 Arbeitsplätze in den nächsten Jahren weltweit gestrichen werden. Wo kommt der Kursverfall der Aktie her? Sie widmen einen großen Teil Ihres knapp 45-minütigen Films den Auseinandersetzungen rund um Roundup. Das ist das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel von Monsanto.
Roundup steht im Verdacht, Krebs zu verursachen, und inzwischen sind in den USA tausende Klagen anhängig. Sie beschäftigen sich in ihrem Film aber auch mit möglichen weiteren Gefahren von Glyphosat. Für den Salus Medienpreis ist ja immer von besonderer Relevanz, ob auch die Gefahren der Agrogentechnik thematisiert werden. Und da zeigen sie eben auf, welche fatale Wirkung das Zusammenspiel von genverändertem Saatgut mit Roundup hat, wie perfide das Geschäftsmodell von Monsanto und damit jetzt auch Bayer auf eine Abhängigkeit der Landwirte setzt, auf eine Abhängigkeit von genverändertem Saatgut. Ihre Story Bayer-Monsanto, die Fusion und die Folgen, ist schon der dritte Film, den sie gemeinsam gemacht haben. Er wurde am 26. Juni vergangenen Jahres im WDR-Fernsehen gezeigt und bei den diesjährigen internationalen Wirtschaftsfilmtagen in Wien mit dem Prix Victoria in Gold ausgezeichnet. Völlig verdient, denn es läuft einem kalt über den Rücken, wenn man in ihrem Film versteht, dass Monsanto immer wieder versucht hat, Politiker, Wissenschaftler und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Stichwort Monsanto Papers. Es gruselt einen, wenn man in ihrem Film sieht, wie intern gut bekannte Gefahren öffentlich bestritten und heruntergespielt wurden. Und es lässt einen mit einem Grausen zurück, wenn man erkennt, Bayer setzt diese Praktiken fort. Bayer spielt das Spiel weiter. Daher ist Ihr Film ein so wichtiger Beitrag für die Aufklärung. Danke. Lieber Michael Heusen und lieber Ingolf Gritschneider, wir freuen uns sehr, Sie heute mit dem Hauptpreis des Salus Medienpreises 2020 auszuzeichnen. Ja, herzlichen Dank. Ja, auch im Namen meines Kollegen. Ich bin übrigens kein fester Mitarbeiter des WDR, sondern freier. Aber wir sind trotzdem ein gutes Team gewesen, schon mehrfach. Ja, der Kollege hatte keine anderen Prioritäten, um das kurz zu sagen, sondern es ist heute wirklich ein Missgeschick passiert und konnte deswegen nicht kommen. Ja, herzlichen Dank, dass Sie das so zur Kenntnis genommen haben. Doch, er ist da. Bitte? Herr Heusen ist da, wir sehen ihn. Ah, okay. Da wissen Sie mehr als ich. ja. Also es ist natürlich erstmal eine Ehre und eine Freude, dass Sie das zur Kenntnis genommen haben, diesen Beitrag, und den auch zweiten Beitrag in der Bayer-Geschichte. Zudem uns ja, das haben Sie kurz angesprochen, der Konzern selber mit seiner unmöglichen Kommunikation den Anlass geliefert hat. Sonst hätten wir den Film vielleicht gar nicht gemacht. Ja, dann hat es umso mehr Freude gemacht, muss man sagen, auch sozusagen die Geschichte von hinten aufzurollen und zu zeigen, wie die eigene Kommunikation sich da selber eine Grube gräbt. Ja, herzlichen Dank. Es ist sicherlich auch eine Hilfe für uns, weil solche komplexen und komplizierten Themen auch intern, auch im öffentlich-rechtlichen System, darf man sagen, nicht mehr so zur Kenntnis genommen werden. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sorgen. Und da wir ja nicht anstoßen können, nämlich ein eigenes Produkt vom Bach BWP und sage Prost. Ja, ich ergänze gerne. Ich habe es doch noch gerade rechtzeitig geschafft, vom Arzt wieder zurückzukommen. Ja, Ingolf Gritschneider hat schon einiges gesagt. Also ich möchte das gerne um eine kleine Anekdote ergänzen, die ich gerne erzähle, wenn die Frage kommt, wie wir eigentlich auf das Thema gestoßen sind. Denn wir hatten tatsächlich schon vor der Monsanto-Übernahme zum ersten Mal mit dem Thema Bayer zu tun, als Werner Baumann neuer Bayer-Chef wurde. Und so wie es der Zufall so will, habe ich als Kind 5 Jahre lang gegenüber von der Bäckerei Baumann gewohnt und habe tatsächlich 5 Jahre lang mal hier in Krefeld, bei Herrn Baumann Senior und bei Frau Baumann Senior und bei Fräulein Baumann meine Brötchen geholt. Werner Baumann habe ich nie kennengelernt. Der hat sich der Backstube ferngehalten, weil er eine Allergie hatte. Und deswegen ist er dann irgendwie Bayer-Chef geworden statt Bäcker. Daraus hat sich jetzt zwar keine Freundschaft ergeben zwischen uns, ganz im Gegenteil, aber immerhin bin ich ihm dann doch mal begegnet und habe ihn mal ganz harmlos gefragt, wenn er denn mal Bayer-Chef wird. Das hat sich ja abgezeichnet, ob er uns dann ein Interview geben würde, hat er auch zugesagt. Ja, und kurz danach kam er halt mit der Monsanto-Fusion um die Ecke, stand bei uns dann aber mehr oder weniger am Wort, und das Thema war dann nicht mehr das relativ langweilige, ein Krefelder wird Bayer-Chef, sondern der Krefelder Bayer-Chef will Monsanto übernehmen. Und dass sich dieses Thema jetzt über 4 Jahre erstreckt und Ingolf und ich immer wieder uns mit diesem Thema beschäftigen,
durften, mussten, konnten. Das zeigt einfach, wie wichtig dieses Thema auch ist. Obwohl Werner Baumann, wie gesagt, wir sind über dieses Projekt keine Freunde geworden, nichts unversucht gelassen hat, um zu verhindern, dass wir weiter darüber berichten. Aber wir haben es getan. Wir haben es auch mit der Rückendeckung unseres Hauses getan. Und wir werden es hoffentlich auch in Zukunft weitermachen, denn das Thema, das wurde ja gerade schon angedeutet, es sind sogar über 100.000 Kläger inzwischen in den USA. Mit einigen, was heißt mit einigen, also ich glaube mit 90.000 gibt es eine Art Settlement, was zumindest in Aussicht steht, aber es bleiben immer noch ungefähr 30.000 Fälle über und daran wird Bayer noch sehr lange zu knabbern haben. Mir tut es, ich will nicht sagen, mir tut es leid, ich finde es einfach schlimm eigentlich, dass das passiert ist, dass die sehenden Auges in so eine Katastrophe reingeschlittert sind. Es hätte Alternativen gegeben, man hätte Monsanto nicht übernehmen müssen. Bayer ist ein wichtiger Konzern, man kann es wirklich nicht überbetonen und dass sie so ohne jede Not sich sozusagen auf dieses Gleis begeben haben. Ich finde es traurig, aber naja, unsere Aufgabe ist darüber zu berichten, nicht darüber zu urteilen. Ja, und wir haben berichtet und wir werden hoffentlich auch weiterhin berichten. Und ich freue mich sehr, genauso wie Ingolf auch, dass wir ja mit diesem Preis auch dafür geehrt werden. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Zeichen auch der Wertschätzung, auch über unseren Kreis, in dem wir uns sonst bewegen, hinaus. Ja, nochmal eine herzliche Gratulation und herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Die für Sie bestimmten Bronzeplastiken, die Sie ja in den Einspielern gesehen haben, und die Schecks mit den Preisgeldern schicken wir Ihnen persönlich mit der Post zu. Wir wünschen Ihnen dazu eine schöne Vorfreude und ich bedanke mich auch nochmals im Namen von Salus für alle Einreichungen. Einen schönen Abend, auf Wiedersehen, hoffentlich und gerne, wenn es die nächste Präsenzpreisverleihung des Salus Medienpreises wieder gibt, zu der wir, wie das Dr. Block auch schon bei seinen Willkommensgrüßen gesagt hat, immer wieder gerne auch die Vorpreisträger einladen. Vielen Dank. Tschüss und auf Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Und herzlichen Glückwunsch auch an die anderen Preisträger. Ja, den Glückwunsch zurück an alle. Dankeschön. Tolle Themen, ganz tolle Themen. Danke.